Das ist eigentlich Azubi-Projekt gewesen. Damals habe ich nicht zugeschaut, da war ich nicht dabei und habe dann einfach mal daheim probiert, dass ich das selber hinbringe. Dann habe ich mir ein Beutel gemacht und habe es meinem Meister gezeigt und dann hat er gesagt, ja, bleib dabei und mach das mal fertig und dann können wir es uns mal anschauen. Ich habe als kleiner Bub immer viel Lego gespielt und habe es dann aber eigentlich eher schon als ich auf den Speicher geräumt gehabt und habe es aber dann mal wieder runtergezogen und habe mal probiert, ob das noch klappt. Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, aber ich gehe mal aus, dass ich so 8 bis 10 Wochen gebraucht habe, bis ich es komplett fertig gehabt habe. Erst einen Unterwang gebaut, dass ich überhaupt einmal sehe, wie ich mit dem Oberwang hinkomme. Dann habe ich einen Drehkranz gebraucht, der aber größer ist wie die normalen, sage ich jetzt einmal, und mehr Stabilität hat. Und nachdem habe ich mich dann eigentlich erst gerichtet, wie ich dann weiterbaue. Und habe mir dann geschaut, dass ich irgendein Getriebe baue, mit dem, wo ich dann mit nur zwei Hebeln die komplette Steuerung dann übernehmen kann. Und habe das dann Schritt für Schritt eigentlich weitergebaut. Ja, ich habe Zeichnungen gekriegt vom Originalmodell und habe es nach denen ausgemessen, wie ich meinen Maßstab machen will, wie ich meine Längen brauche und habe es dann nachgebaut. Ja, ich habe viele Modelle daheim schon von früher genommen und habe die eigentlich hübsch alle zerlegt und habe mir da meine Teile rausgerissen, die wo ich eigentlich dann gebraucht habe dafür. Ich habe das nochmal aufs Gröbste zerlegt dann und dann hat es in der Lackiererei auch noch lackiert. Und dann, nachdem der fertig war, habe ich es wieder zusammengebaut. Dass man in schwerer Arm so kurz wie möglich das eigentlich noch gut ausschaut und auch so leicht wie möglich noch mal bauen können, dass man mir über den Drehkranz quasi nicht so kippen oder dass man mir noch als Ballast hinten irgendwelche Engeling, dass wir hinten noch schwerer werden. Aber dann haben wir irgendwann gemerkt, dass wenn wir zu viel hinten einlegen, dass die Legos nicht mehr aushalten. Und somit haben wir schauen müssen, dass wir mir das irgendwie noch abstützen und dass wir mir so eine Stabilität gewinnen. Man kann dieses Modell nur schieben, also fand ich es nicht selber, aber man kann es über zwei Hebel eigentlich kann man alles steuern vom Drehkranz, also komplett 180 Grad Drehung. Dann den Arm kann man so bewegen, wie man lustig ist, sage ich jetzt einmal. Also man kann aufheben, man kann ausschwingen, man kann den Greifer auf und zu machen, man kann den Kabinenlift betätigen. Also es war schon der Wahnsinn eigentlich, wenn man dann sieht, wie sein Produkt ist, wo man eigentlich gebaut hat, wenn das dann verkauft wird oder was. Auch wenn das die 10.000 Stimmen schon kriegen wird, weil das kriegt eigentlich auch nicht jeder, wenn man sich ein Lego-Modell eigentlich einschickt. Das war schon sehr gut. Mich würde es natürlich freuen, wenn ihr für mein Lego-Modell abstimmen würdet.